Moin, moin, Leute. Schön, dass ihr da einschaltet hier bei mir auf dem Kanal. Und willkommen zurück zum Simulationskanal. Nein, nein, nein. Machen wir nicht nur, aber hauptsächlich. Und ja, das hier ist ein Game, wo ich einfach mal mit euch reingucken will. Und ich fange hier im Shop damit an. Das gibt es nämlich momentan bei Steam als kostenlose Demo-Version. Könnt ihr euch also runterladen. Das ganze Game ist Heavy Cargo Truck Simulator. Und ja, ihr fahrt hier die großen Brummer. Ja, also alles, was mit Schwerlasttransport zu tun hat. Und ich würde sagen, wir gucken mal ins Game rein. Also, bis gleich. So, ich schalte euch wieder mit dazu. Also, ich habe noch nicht mal reingelurkt und gar nichts. Das Game ist mit euch jetzt komplett jungfräulich. Und wir schauen uns das zusammen an. Ah, brutal. Auf die Wunschliste habe ich schon. Ja. Viel Spaß bei deinem Praktikum. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Achtung, Game is not final. Ist klar, ne? Ist eine Demo. So, wir gehen mal rein. Schön, der sitzt es schon oben auf. Auf Deutsch. Ja, wo ist meine Maus hin? Meine Maus ist weg, Leute. Hä? Fortsetzen. Ich kann gar kein Spiel fortsetzen. Ich kann aber nichts machen. Moment. So Leute, also das mit der Maus kriege ich nicht gefixt. Das Lustige ist, wenn ihr ein Lenkrad dran habt, dann übernimmt automatisch das Game die Steuerung wahrscheinlich mit dem Lenkrad. Also im Endeffekt, als wenn ihr einen Controller angeschlossen habt. Ne? Ihr könnt das tatsächlich wohl auch noch hier mit der Tastatur. Ja. Und dann habt ihr mit Q und E oben die Reiter mit den Pfeiltasten dann dementsprechend hoch, runter hier. Und ihr seht rechts zurück oder auch bestätigen mit den Tasten. Gut, also, das ist ein Game, ihr kennt es, Simulationsspiele, da habe ich ein Faible für und alleine, wenn ich jetzt so im Menü diesen MAN sehe, ein bisschen Gänsehaut habe ich jetzt schon, ne? Das ist der alte MAN und so wie er da steht, I like it, ne? Also das sieht gut aus, ja? Aber wie gesagt, ist auch nur ein Menü, ja? Ich würde vorschlagen, wir gehen mal rein, Profil wählen, wir können Männchen und natürlich, neues Spiel, bestätigen, genau, und dann können wir uns entscheiden, ob wir eine Frau spielen wollen oder einen Mann. So, Name müssen wir natürlich noch vergeben. Klar, das wird der Don. Ja. Und ich würde sagen, habe ich es schon ausgesucht? Ja, ne? Wir starten mal. Was soll passieren, ja? Was soll passieren? Hey, Neuling. Freut mich, dass du es aufs Gelände geschafft hast. Oh. Wir sind gerade unterwegs, aber sieh dich nur um. Also, wir sind Praktikant hier in der Firma jetzt. Ja, das ist hier die Firma Gruber. Und wir sollen uns umgucken. Ja? Oben haben wir aktive Mission Tutorial. Ja? Und Missionszeit
aktuelle Aufgaben, schließe alle Aufgaben des Bewegungstutorials ab. Achso, hier können wir die Maus wieder benutzen, indem wir uns umgucken. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich muss. Also ich bin überrascht über die Grafik hier im Umfeld, ja. Also nach hinten, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber da wollen wir mal ehrlich sein. Auch der Eurotruck macht's im weiteren hinten gucken. Also in der weiten Perspektive auch nicht so allzu viel besser, ne? Genau wie mit dem ATS. Und im Nahbereich, also da, wo ihr im Endeffekt eigentlich spielt, sieht okay aus, ja. Könnt ihr nicht vergleichen mit irgendwelchen Shootern, wo Detail, was mit ihm zeigt, er uns den Finger, oder? Nee. Telefoniert. Die telefonieren und dann machen die Gestiken dabei. Ist ja wie in Italien. Ja. So, und ja. Ah, okay. Also wir sprinten immer. Cool, also hier ist schon mal. Ach, hier sind wir schon mal. Leute, der Dach ist gerettet. Ja. Guckt da, was da hängt. Links ist für mich, rechts könnt ihr euch drum streiten. Schön Döner. Das ist so typisch Trucker, ne? Trucker-Treff. Obwohl hier der Schlipsträger, ne? Der fällt irgendwie ein bisschen außer der Rolle hier. Aber es könnte auch der Chef sein. Also besser mal die Schnauze halten. Okay, Kiosk hat geschlossen. Aber hier könnt ihr Soda kaufen. Und hier gibt es bestimmt auch noch lecker Eis drin. Und ja. Also das ist scheinbar hier die Firmenbude. So, schließe alle Aufgaben des Bewegungs. Sprinten mit Space. Okay. Hinhocken, linke Kontrolle. Okay. Nach links, nach rechts. Reinzoomen, rauszoomen. Einsteigen mit F. Okay. F wie Friedrich. Hey Neuling, bereit uns zu helfen? Mach dich mit dem Wagen vertraut und komm her. Okay, also Wagen vertraut machen heißt, schau dich im Cockpit um. Das können wir mit der Maus machen. Jetzt mit der Ansicht wechseln. Oh, nach draußen. Das ist besonders für mich wichtig, ja. Wieder zurück. Das ist aber nicht das Cockpit, das ist eine Außenkamera. Motor starten mit Q. Handbremse lösen mit Space. So, und dann können wir mit der Tastatur links und rechts. Hier können wir auch Gas geben. Und S bremsen. Verlasse den Hof und folge dem Navi. So, ich lenke jetzt mal mit dem Lenkrad. Ah, okay. Also Force Feedback, wenn ihr das drin habt, funktioniert auch. Und hier ist der Dings. Wir müssten im Endeffekt jetzt vom Prinzip her müssten wir jetzt eigentlich in die Optionen, wir müssen in die Tastenbelegung, und wenn wir in dem Truck sind, hier, ihr seht, die Maus ist wieder da, ne, Gearbox up, down, da müssen wir hier im Controller natürlich jetzt ab. Ja. Gearbox down. So, ne? Rechte Paddel, linke Paddel. So, Switch Truck. Ach, jetzt ist die Maus schon wieder weg. Jetzt wollte ich aber mal nach dem Blinker gucken. Ihr habt also ein bisschen Englisch, ein bisschen Dings hier, Deutsch, Replace, Remove,
Da hätte ich ganz gerne Replace und dann glaube ich den, ne? Ja. Moment. Hä? Jetzt geht auch das Dings nicht mehr. Moment. Ah ja, okay. Also das sollte man sich alles nochmal in Ruhe reintun. Genau, dann haben wir nämlich jetzt den Blinker gesetzt. Das finde ich ziemlich entscheidend. Und jetzt gucken wir mal Außenansicht. So, dann machen wir mit dem Dings. Ja, weil wir brauchen eigentlich ja Rundumleuchte. Also die Lenkung ist noch ein bisschen weird. So, nächste Fahrzeug. Mein Fahrzeug zurückgeben. F9. Nächster Radiosender. Okay. Verlasse den Hof und folge dem Navi. Gut, das machen wir jetzt. Schließe alle Aufgaben des Fahrzeugtutorials ab. Okay. Ja, gut, das kriegen wir irgendwie jetzt hin. Wenn es dann jetzt hier mal weitergeht. Aber so vom Prinzip her würde ich fast behaupten, kameratechnisch oder auch grafisch ist es ganz okay, ja. Es ist ein bisschen. Also da müssen sie auf jeden Fall noch mal ran. Was ich wichtig finde, ist, dass die Maus muss auf jeden Fall bedienbar bleiben, sobald ein Joystick oder ein Lenkrad anerkannt ist, ja. Das muss trotz alledem bleiben. Sonst finde ich, das ist eine Katastrophe, ne? Weil gerade im Menü, ne, wenn ihr so Optionen und sowas einstellt, an der Kreuzung anhalten. Welche Kreuzung? Hey Neuling, noch unterwegs? Wir haben vergessen, ein Foto von den Leitplanken zu machen. Ah, okay. Hier sollen wir jetzt ein Foto von den Leitplanken machen. Okay, dann halten wir hier mal an. Wir machen mal die Handbremse. Und mit F konnten wir ja auch steigen. So, jetzt müssen wir mal gucken. C, das Werkzeugmenü öffnen. Ah, guckt. Foto nehmen. Da. Ja, okay. Ja, Leute, also doof sind wir ja nicht, ne? Haben wir jetzt Foto gemacht? Nee, haben wir nicht. Mit F machen wir das. Kollege, machen wir Foto durch Facebook. Stecke das Smartphone mit der rechten Maustaste wieder ein, steige in das Fahrzeug. Ah, wir hätten jetzt eine Warnblinker. Seht ihr, das müssen wir im Vorfeld alles machen. Also für euch da draußen ganz wichtig, Tastaturbelegung. Ne? Weil wir hätten jetzt eine Warnblinkanlage anhaben müssen. Und ganz, ganz wichtig, rundum leuchten. Ne? Das ist, wir können ja nicht einfach irgendwo stehen als Baustellenfahrzeug. Als Servicefahrzeug und sowas nicht haben, ne? Aber wir haben schöne Fingernägel, ne? In rosa lackiert, oder was? Ja? Kommt nah nicht auf die Idee und meint, ich hätte auch rosa Fingernägel. Ja? Dann schmeiße ich euch alle hier vom Kanal. Sowas, fahre weiter bis zum nächsten Ziel. Ja, machen wir. Was ist denn Hupe? Oh, ich möchte am liebsten alle Tasten drücken. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das in die Hose geht. Also hier sollte man, glaube ich, anhalten. Oh, jetzt wird was geladen. Übrigens, in grün sieht der immerhin auch ganz schick aus, ne? Oder? Was meint ihr?
Ha? Okay, wir müssen jetzt auch weiter drücken. Weiter. Ah, du bist angekommen. Perfektes Timing. Ja. Unser Fahrer ist ausgefallen. Du musst für ihn einspringen. Also spring in die Zugmaschine und rette uns den Tag. Ach du Scheiße. Also erstmal machen wir jetzt Motor aus. Ach, der ist schon aus. Gut. Nee, der ist ja noch an. Muss den Motor ausmachen. So, jetzt, ne? Habt ihr gesehen? Jetzt haben wir den Motor ab. Ausgemacht. Das ist, okay. Und jetzt sollen wir steige aus dem Transporter aus. Cross. Denkt dran, das ist eine Demo, ja? Steige in den LKW ein. Also, erstmal. Der LKW sieht schon nicht schlecht aus. Die Details sind ganz okay, ne? Also mit dem großen fetten Aggregat hier oben drauf und dann natürlich dann auch MAN-Filter, ne? Logisch. Ja. Das ist auf jeden Fall eine schöne Schwerlast-Zugmaschine. Ja. Und ja, das ist unser Transport. Ja? Okay, wir steigen ein. Gar kein Thema. So, folge dem Navi, fahrt zum Ziel. Okay. Wir machen mal F2. Alles klar. Gut. Ja, dann würde ich sagen. So. Nee. Motor läuft im Rangiermodus. Ach so. Und wie kriege ich das? Anhänger folgen. Ach, Moment. Ja. Huch! Motor läuft im Rangiermodus. Ja, aber das ist doch okay, oder nicht? Folge dem. Ja, ich habe keinen Hinweis, dass. Na, also, ihr seht selber, dass. Jetzt kommt immer hier dieser Hinweis mit dem Rangiermodus. Das ist ja alles gut und schön. Aber wie ändere ich das, ja? Und wenn ich keinen Hinweis bekomme, wie ich das ändere. Ich kann übrigens auch die Kamera nicht verändern. Ja, das ist ein bisschen schade. So, ja, wir fahren jetzt einfach. Ja, der ist überall abgesperrt. Ja klar, wir haben natürlich unheimlich große Fracht dabei. Somit sind die ganzen Streckenabschnitte gesperrt. Was ich schade finde, ist, wie gesagt, dass jetzt zum Beispiel die Maus überhaupt nicht funktioniert, weil ich normalerweise jetzt mit der Maus die Kamerasicht hin und her schwenken könnte und müsste. Ja. Aber es geht halt nicht, ne? Das ist auch noch Lenkung.
So, also geht's so weiter erstmal. Ja, wir machen das jetzt erstmal hier, so gut es geht. Ich habe mich ja nicht vorbereitet, sondern ich bin mit euch jetzt hier direkt in das Game rein, ohne voreingenommen zu sein, ja, und da brüllt der Motor. Ja, indoor ist dann doch ein bisschen ruhiger. Warte, die Leitplanken versperren den Weg. Lass mich sie entfernen. Ja. Okay, also der Kollege voraus entfernt jetzt die Leitplanken. Und wir fahren jetzt vorsichtig ran. Ne, weil über Funk haben wir jetzt die Meldung gekriegt. Ah. Oh, okay. Also wir sind jetzt in der Nähe. Jetzt haben wir aber die... Jetzt springt es automatisch um. Was müssen wir jetzt machen? Gehe zur Werkzeugkiste. Und... nehme den Akkuschrauber. Genau, schön. Vor der Leitplanke, vor die Leitplanke stellen. Vor welche Leitplanke? Egal welche. Ich würde fast behaupten, die hier, ne? Oder die? Die? Ja, hier, das sieht gut aus. Hier waren eben gerade. Aha. F gedrückt halten. Okay. So, Leitplanke. Abheben. Aufheben. Mit F. Auf Palette verstauen. F. Also, ihr fahrt nicht nur LKW, sondern ihr müsst tatsächlich auch die Montagearbeiten durchführen, um euren Schwertransport da durchzuboxen. Ja. Das heißt also, ihr seid als Firma komplett für alles verantwortlich. Und das ist eben schon mal der Unterschied zwischen dem Game und dem Eurotruck. Ne? Im Eurotruck, ja, fahrt ihr auch. LKW, Schwerlast. Und auch mit Begleitfahrzeugen. Ne? Aber. Achso, ich verlasse jetzt das Gebiet. Und hätte ich das jetzt hier auch noch? Ach, du ahnst es nicht. Gut, also das ist tatsächlich eine schöne Bestellung. Ich hoffe, dass das Game im Multiplayer kommt, ja. Weil dann sitze ich im LKW und irgendjemand anders kann hier die Schrauben lösen. Ja, das ist ja so... Ist ja auch die Frage, muss ich denn alle Schrauben lösen? Kann ich das jetzt wieder hier hinlegen? Oder? Nee. Wahrscheinlich muss ich hier alle lösen, ne? Ach, ist ja auch eingezeichnet, ne? Von bis. Guck einer an. So, seht ihr? Aber das hätte ich ganz gerne irgendwie schneller. Also das ist so... Und mir fehlt hier der Sound. Habt ihr Sound da draußen?
Nee, ne? Also ich kriege irgendwie keinen richtigen Sound. Bis auf ein bisschen Windrausche. Ja. Achso, so eine Demo-Vorstellung im Übrigen dauert nicht nur 10 Minuten, ja. Ja, wir hasseln hier ein bisschen rein in das Game. So, ah ja, jetzt kann ich hier. Okay, Alter. Oh. Okay. Leute, das wird ein langer Arbeitstag. Und vor allen Dingen abends wisst ihr genau, was ihr gemacht habt. Holla, die Waldfee. Ich glaube, ich hätte die anderen da gar nicht losmachen müssen, oder? Kann das sein? Ja, aber guck mal, die Ampel ist doch hier noch im Weg. Ja, die habe ich jetzt losgeschraubt und hätte ich gar nicht machen müssen. So, geh zur Werkzeugkiste zurück. Zurücklegen. Ja. Routine abgeschlossen. Ei. Okay, bin Okay, wir fertig. sind Sei fertig. vorsichtig bei der nächsten Kurve. Du musst einen großen Bogen fahren. Ah, Weiter geht's. okay. Cool. Also, jetzt müssen wir schön ausholen. Motor läuft immer noch im Rangiermodus. Ja. Das freut mich, dass der im Rangiermodus läuft, aber. So, wir holen jetzt mächtig aus, damit wir hier um die Ecke kommen und vielleicht ein Vorteil von mir, ich kann mich in so eine Situation reinversetzen, was so Schwerlast angeht. Und wir gucken uns das mal von oben an. So, und jetzt fahren wir nämlich gerade. Und jetzt, dass sich diese scheiß Kamera jetzt nicht drehen kann, ne? Leute, das kotzt mich richtig an. Aber warum ist das so? Womit kann ich jetzt die Kamera drehen? M und N? Nein. Das nervt so dermaßen. Ah, hier. Okay. So. Ah, mit den Pfeiltasten auf dem Lenkrad konnte ich das jetzt machen. So. Ja, aber seht ihr, jetzt bin ich nicht richtig gefahren, weil wir das eine Hütchen jetzt noch umgepellt haben. Seht ihr das? Das hätte nicht sein dürfen. Sehr, sehr schade. Wir geben mal ein bisschen mehr Gas. Und jetzt lenken wir mal wieder ein. Genau. Und dann kommen wir nämlich auch wieder voran. Sehr schön. Auf geht's. Ich stehe voll auf dem Gas und wir probieren das jetzt aus hier. Also, das hier ist die Demo, ne, für alle, die ein bisschen vorgespult haben. Ja. Heavy Cargo, The Truck Simulator. Umgebung, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht noch okay aus. Ja, wir schalten mal die Kamera um. So, aus dem Cockpit ist ein bisschen ETS-like. Finde,
Der Eurotruck ist noch leicht, ganz leicht gestochen schärfer. Auch die auch von innen drinnen so diese, das Cockpit und so, das sieht im ETS alles ein bisschen hübscher aus, ja. Aber gut, wir wollen nicht allzu viel meckern, weil das ist dann Äpfel und Birnen vergleichen, ja. Das sind zwei unterschiedliche Spiele, ja. So. Jetzt kommen wir hier auf so ein Messegelände oder Industriegelände, ich weiß es nicht. Aber das sieht eher aus wie ein Industriegelände. Das scheint eine Fabrik zu sein. Und die warten mit Sicherheit jetzt auf diese Lieferung hier. Und wenn die meinen, ich packe das Ding hier rückwärts ein, dann können sie sich einen anderen Bekloppten suchen. So, wo müssen wir lang? Er fährt mit seinem Willi-Auto da vorne schön. Auf dem Navi ist das auch ein bisschen... Warum, also ganz ehrlich, wenn so eine Lieferung angesagt ist, ja, warum sagt man den Mitarbeitern nicht Bescheid, dass hier der Parkplatz bitte frei bleibt, ne? Jetzt parkt er mit seinem scheiß Pickup da genau, wo ich hin will, ne? Übrigens, die haben auch so einen Zeitungsstand wie unsere Firma. Guck da. Nur nicht so einen schönen Dönerstand. Den haben nur wir. So, also das Begleitfahrzeug hat eingeparkt, in die Parklücke fahren. Da vorne, seht ihr das? Exakt zur Parklücke ausrichten. Das Einzige, was ich gleich ausrichte, ist was anderes, ey. Ja. Eine Party werde ich ausrichten. Die du bezahlst, hier. Alter Hampelmann. Fahr du doch mal in die Parklücke. So, was? Oh. Ich habe das Radio, glaube ich, gewechselt. Dabei wollte ich doch die Ansicht wechseln. So, jetzt soll ich das schön gerade hier einparken, ne? Dann hoffe ich, dass der hinten ordentlich mitzieht. Der muss nämlich jetzt rum. Dass wir gerade stehen. Und hier rechts steht ein Kran. Ich ahne schon was. Sehr gut. Jetzt müssen wir die Ladung nur noch sicher abstellen. Schwing dich dazu in den Kran. Vom Transportfahrer zum LKW-Fahrer Schwerlast als Praktikant. Ich möchte immer noch behaupten, liebe Leute, ich bin Praktikant in dieser Firma, ja? Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Problem damit hätte, weil ich jetzt eine Frau spiele oder so, ne? Wo man dann eben sagen müsste, ja, kann klappen, muss aber nicht. Hat überhaupt nichts damit zu tun, ne? Es gibt manchmal Frauen, die können besser LKW fahren wie also mancher Mann. Gibt aber auch viele, die es eben nicht können. Also, ich muss jetzt hier in den Kran. Aha. Und jetzt, pass auf, jetzt bin ich ja Praktikant in dieser Firma. Jetzt wird von mir noch erwartet, dass ich Kran fahren kann. Kranstützen ausfahren mit X. Übrigens, Leute, denkt immer an unser Motto. Kranplätze müssen verdichtet sein. Wir fahren. Öh. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? So, also erstmal den Kranarm nach oben. So. Und dann hätte ich den ganz gerne, dass der ausgefahren wird. Ja, sehr gut. Ich kann auch in die Hakenansicht wechseln. Ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, seht ihr, dann hat man ein bisschen Überblick hier. So. Wo
Wo erkenne ich denn? Aha. Das Fadenkreuz, seht ihr das? So. Hier müssen wir hin. So, und dann... was müssen wir jetzt machen? Hier runter. So. Und jetzt? Rotation rechts. Ja, aber das ist nicht richtig. Ach, mit V müssen wir die Ladung jetzt greifen. Moment, jetzt? Habe ich die jetzt gegriffen? Greifen und loslassen. Jetzt habe ich sie gegriffen, Leute. Jetzt heben wir das Ganze hier schön raus. Und jetzt müssen wir das hier rüberheben. Kann ich das denn auch drehen? Ich müsste das ja jetzt drehen können, ne? Haken aktivieren. Hä? Kranarm bewegen. Ach so. Man kann also auch noch wechseln. So, jetzt müsste ich es aber ja drehen, ne? Ich muss ja jetzt... muss ich das jetzt so und dann mit Q und E? Nee. Ladung greifen, Haken hoch, runter. Okay. Haken nach oben. So. Aber wie kann ich denn jetzt Hakenarm, Hakenüberladung bewegen? Habe ich ja. Ich muss das jetzt drehen können, aber seht ihr irgendwas, wo ich drehen kann? Kranarm bewegen. Ja, das mache ich ja. Ach, so. Jetzt kann ich Seil runterlassen. Das ist natürlich schick. Aber wenn ich Seil jetzt runterlassen kann, ich muss das jetzt ja irgendwie auch bewegen können. Da fehlt mir jetzt so diese die Bewegung an sich. Ha ha.
Ich muss das noch drehen können, verdammte Scheiße. Kranwinkel. Ja. So. Greifen, loslassen. Das ist ja alles schön und gut. Da stützen, ein- und ausfahren. Haken, da oben die Hinweise. Hologramm erscheint. Haken, Hologramm erscheint. Das haben wir doch alles schon. So, Kranwinkel. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Ich teste nochmal. Also Leute, ich, keine Ahnung, ich habe das jetzt irgendwie hingekriegt, hier zu drehen und sowas. Man muss dieses Rotieren scheinbar auch selber noch einschalten oder ich sag mal in der Tastenbelegung. Wunderbar, das war's. Sag dem Kunden noch Bescheid, dass wir fertig sind. Dann machen wir erstmal Mittag. Ja, genau. Ich sag dem Kunden jetzt erstmal, dass ich fertig bin, ja. Bin ich mit den Nerven, würde ich sagen. Also, wir klettern jetzt mal hier runter. No, und jetzt machen wir erstmal Mittag. Also, herzlichen Glückwunsch, dass das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Leute, ich bin so stolz auf uns, ja. So stolz. Ja. Toll, ne? Jetzt haben wir das Tutorial abgeschlossen. Jetzt steht das Auto wieder da. Und ich würde sagen, wir gucken noch mal schnell rein, ob wir hier noch mehr machen können. Ja, ihr seht, alles andere ist wieder weg. Ja, der Pickup-Fahrer da hinten, der ist scheinbar immer noch irgendwo unterwegs. Ja, also seine Karre steht da noch. Also wir haben Radio, wir haben auch Navi-Kurs. Jetzt die Frage, oh ja, tatsächlich, es gibt eine Map. Oh, Leute, es gibt eine Map. Und wenn ich das mal so leicht behaupten darf. Moment. Wie können wir uns hier auf der Map bewegen? Naja. Also. So winzig klein empfinde ich das nicht. Die Map ist recht groß, ja. Und könnt ihr euch noch an das Game Trucks Logistik erinnern? Das haben wir mal so 9 Folgen gespielt, auch im Early Access-Titel. Die Map war auch nicht viel größer, ne? Und da fällt einem auch immer wieder irgendwo was auf, was man machen kann. Hier im Zickzack durch die Stadt. Das sind Missionen, die wir hier wohl noch spielen können. Tja, liebe Leute, hier ist das Hauptquartier. Ne, hier. Und hier geht es jetzt scheinbar zum nächsten. Mit leerer Hülle. Okay, das haben wir, glaube ich, jetzt gerade gemacht, ne? Auf Achse. Ah ja, okay. Ja, also das wäre das nächste. Ja, Leute, dann, durch die Stadt. Ich würde fast behaupten, wir machen jetzt hier auf Feierabend 45 Minuten Demo anspielen. Ich glaube, das ist okay. Und jetzt liegt es an euch, wenn ihr mehr sehen wollt, kennt ihr das Spielchen, ne? Ab in die Kommentare und Daumen nach oben. Unter anderem, wer bis jetzt geguckt hat, dieser Vorschlag kam von einem Zuschauer. Von einem Zuschauer in den Kommentar. Don kann sich das Game nicht mal angucken. Und ich habe gedacht, komm, warum nicht? Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank fürs mit dabei sein, vielen Dank für die erste Tour, die ihr mitverfolgt habt und
Ich bin gespannt, was aus dem Spiel wird. Ich werde es mir auf jeden Fall aufs Follow setzen und gucken, was bei rauskommt. Wir können gerne noch mal ein, zwei Folgen vielleicht drehen, ne? Wir haben ja noch zwei, drei Missionen da. Liegt aber auch ein bisschen dran, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich muss auf jeden Fall noch die Dinger einstellen, die Tasten. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder in einem anderen Video auf dem Kanal. Vielen, vielen Dank. Ich bin für heute raus. Euer Don. Ciao. Ciao.